Salamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam, und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Fünfte Buch Moses. Ankündigung des Rechten des Propheten. Diese Verse haben die Weltreligion, Judentum, Christentum und Islam entzweit. Warum? Weil das Judentum sieht in der Ankündigung des rechten Propheten den Propheten, der noch kommt. Dieser sei weder Jesus noch Mohammed, Friede sei auf allen Gesandten Gottes. Die Christen wiederum sagen, hier wird Jesus angekündigt, geben dann aber zu, dass Jesus ein Prophet ist. Und die Muslime sagen, hier wird der Prophet Muhammad alayhi salatu salam angekündigt. Alle Religionsanhänger versuchen dann ihre Argumente vorzubringen, um deutlich zu machen, dass diese Verse ihren Propheten ankündigen, wobei die Muslime sagen, dies ist nicht der Prophet der Araber oder der Prophet einer Volksgruppe, sondern der Prophet für alle Menschen. Und der Prophet Muhammad alayhi salatu salam ist im Gegensatz zu Jesus auch der Prophet, der gesagt hat, sinngemäß, dass er zu allen Menschen gesandt ist. Jesus sagte, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und in 5. Johannes, wie ich schon oft genug ausgeführt habe, spricht er sich davon frei, dieser erhoffte Moses, das heißt also der angekündigte Prophet aus dem 5. Buch Moses zu sein, indem er sagt, nicht ich werde euch vor dem Vater verklagen. Es ist einer, der euch verklagt, der Mose, auf den ihr hofft. Und da kommt ein Querverweis auf diese Prophezeiung. Und der Mose, auf den die Juden hofften, das ergibt sich aus der Befragung an den Propheten Johannes. Denn die Juden fragen ihn, bist du der Prophet? Und meinen damit genau diese Prophezeiung im 5. Buch Moses, in dem Gott diesen Propheten der Menschheit prophezeit. Und so bringt jeder seine Argumente vor, wenn es in dem Vers heißt, einen Propheten wie mich, also wie Moses, wird der Herr, dein Gott, dir erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Das heißt, Mose spricht zu seinem Volk und sagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, also dem Volk, zu dem er spricht, dir, dem Volk, den Kindern Israels, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Das heißt, aus dem Volk der Kinder Israels und aus ihren Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Nun kommen Christen und sagen, hier wird Jesus prophezeit. Und die Prophezeiung wird hier noch einmal präzisiert, in der es dann heißt, ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, jetzt die wörtliche Rede Gottes, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde. Und wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich's fordern. Das heißt also, unabhängig von Volk und Rasse, von jedermann. Und der Prophet Muhammad alayhi salatu salam hat klar gesagt, und es ist auch im Koran nachlesbar, dass er gesandt ist zu allen Welten. Nun sagen Muslime, ein Prophet wie Moses, wenn Gott dieses sagt, dann muss dieser Prophet auch wie Moses sein.
Das heißt, vergleichbar mit Moses. Und dann werden alle Vergleiche aufgezählt zwischen den beiden Propheten, Moses und Mohammed, Friede sei auf allen Gesandten Gottes. Und die Parallelen sind erstaunlich. Die Christen wiederum sagen, ein Prophet wie Moses bedeutet einfach nur ein Prophet wie Moses. Also ohne Detailvergleich. Denn im Detailvergleich scheidet Jesus vollends aus. Denn Jesus war völlig anders als Moses. Doch die Christen sagen, das ist hier nicht gemeint, sondern ein Prophet eben wie Moses. Dann versuchen sie auf die Abstammung abzuheben, dass sie beide Juden sind. Und meinen damit also dann schon genug Übereinstimmung zu haben und dass sie eben beide zu den Kindern Israels gesandt wurden. Dann auf einmal heißt es wieder, sie sind ja beide zu den Kindern Israels gesandt. Also die Christen argumentieren immer, wie es gerade passt. An anderer Stelle sagen sie dir dann, nein, der ist nicht nur zu den Kindern Israels gesandt, sondern zu allen Menschen. Beziehungsweise ist ja sogar Gott selbst und all sowas, was wir ja wissen. Und da will ich jetzt auch nicht drauf eingehen, denn wenn sie sagen, dass diese Prophezeiung sich auf Jesus münzt, dann ist Jesus ein Prophet. Nun, viele Argumente wurden ausgetragen. Diese Verse, wie ich gesagt habe, ja, versucht jede der Weltreligion, der Anhänger, für sich zu münzen und ihren Propheten, wobei die Muslime sagen, es ist der Prophet Mohammed alaihi salatu salam, der unser Prophet ist und der Prophet für alle Welten. Nun habe ich mir diese Worte, diese Verse nochmal genau angesehen und habe mir gesagt, wenn diese Verse eine derartige Gewichtung haben und die Menschheit sich auf diese Verse bezieht und Streit entsteht, der Streit nämlich, dass die Muslime, sie sagen, aus ihren Brüdern, das heißt also aus dem Brudervolk, von den Israeliten, das sind die Ismaeliten. Und die Juden sagen, aus ihren Brüdern, das bedeutet aus ihren Gleichgesinnten. Wobei vom Verständnis, da es um ein Nachkommen geht, hätte da stehen müssen, aus ihren Söhnen. Aus ihren Brüdern macht deutlich, aus dem Brudervolk. Also wenn es so viel Streit gibt, dann müssen diese Worte, die von Gott gesprochen, als Prophezeiung des wahren Propheten, diese Worte müssen eine Antwort geben. Denn die Worte sind von Gott. Diese Worte müssen eine Antwort geben, aus den Worten selbst heraus. Das heißt, nicht nur durch irgendwelche Interpretationen und Quervergleiche. Die Worte selber müssen deutlich machen, welches Volk gemeint ist. Die Juden sagen aus ihren Brüdern, das ist aus den Kindern Israels. Und die Muslime sagen, aus ihren Brüdern, das ist das Brudervolk, die Ismaeliten. Somit ergibt sich also eine Gegenüberstellung. Juden und Christen sagen, nein, nein, aus dem Hause Israel, nicht aus dem Hause Ismail. Die Muslime sagen, aus dem Hause Ismail. Und daraus ergibt sich ein großer Streit. Sogar, wer ist der Erstgeborene? Natürlich, auch gemäß der Bibel, Ismail a.s. Aber die Juden haben es so konstruiert, dass Ismail Sohn einer Sklavin ist und damit nicht als Sohn anerkannt, sondern Ishak a.s. Die beiden Weltreligionen, Juden und Muslime, trennt hierbei, dass die Juden schlecht über Ismail a.s. sprechen, aber die Muslime sehr, sehr gut über Ishak a.s. sprechen und sogar, wer Ishak a.s. nicht als einen Propheten ansieht, der ist raus aus dem Islam. Bei den Juden ist es nicht so, wer Ismail a.s. nicht als Propheten ansieht, ist raus aus dem Judentum. Wir sehen also, alleine schon aus diesem Vergleich macht sich deutlich, die Muslime lieben alle Propheten. Ganz gleich, was Menschen daraus machen, dass Menschen, die Juden und die Christen, daraus einen Streit entfachen, der Prophet sei besser als jener. Tatsächlich sagen die Christen, Jesus war besser als Moses. Fertiger,
größer, machen ihn gar zum Gott. So etwas kennt der Islam nicht. Im Heiligen Koran steht, dass der Muslim keinen Unterschied zwischen den Gesandten machen darf. Aber nochmals, um wieder zum Ausgang zurückzukommen. Diese Worte müssen eine Antwort geben, die die Menschheit beschäftigt. Aus welchem Stamm kommt dieser Prophet? Aus dem Hause Israel oder aus dem Hause Ismail? Aus dem Hause Israel oder aus dem Hause Ismail? Das ist die Frage, tatsächlich die große Frage. Und da Gott allmächtig ist und weiß, was die Menschen beschäftigen wird an diesen Worten, habe ich die Überzeugung, dass in diesen Worten selbst die Antwort stehen muss, da Gott allmächtig ist. Deswegen habe ich diese Worte wieder und wieder gelesen. Und wenn man die Worte wieder und wieder liest, bekommt man aus den Worten selbst heraus, das ist das Volk der Ismailiten, der von Ismail und eben nicht von den Israeliten hier in diesem Zusammenhang gemeint ist. Zum einen aus den Argumenten, die alle schon bekannt sind, zum anderen aus den Worten selbst. Denn lest, was da steht. Gott spricht einen Propheten. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, also Moses, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Aus diesen Worten ergibt sich die Antwort, dass dieser Prophet ausschließlich nur aus dem Hause Ismail kommen kann. Denn Gott ist der Allmächtige. Und es gibt im Verhältnis zu den vielen Worten, Interpretationen, Auslegungen von Menschen, wenige Worte von Gott, die wir haben. Somit ist das wahrhaftige, übermittelte Wort von unserem Schöpfer, ist jedes Wort gewichtig. Hat eine große Bedeutung. Aus diesem Wort schöpfen wir die Wahrheit und unser Seelenheil. Wir können es nicht einfach nur so überlesen und sofort zur Interpretation übergehen, sondern wir müssen erstmal die Worte einwirken lassen. Denn einige Verse später wird auch gesagt, wie man das wahre Wort Gottes erkennt, nämlich, dass es geschieht und dass es kommt. Dies lesen wir nur einige Verse später, nach dieser großen Prophezeiung, die Gott dem Moses in den Mund legt, sie zu sprechen. Also müssen diese Worte auch die Antwort geben. Und hier ist die unmissverständliche Antwort. Für jeden Menschen, der seinen gottgegebenen Verstand einsetzt. Denn Gott sagt, ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben, der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Die Christen sagen, ein Propheten wie Moses, so war Jesus. Man muss nicht die Detailvergleiche machen, es würde schon reichen, die Herkunft. Und hier würde einfach nur gesagt, ein Prophet wie Moses, und das würde ja selbstverständlich auch auf Jesus zutreffen, trotz Johannes 5. Aber liegt die Betonung denn hier Prophet wie Moses? Und genau jetzt kommen wir der Antwort nicht nur auf die Spur, sondern wir werden sie eindeutig geben. Also stellen wir gegenüber, Juden und Christen sagen, dieser Prophet kommt aus dem Hause Israel und deswegen kann es nicht der Prophet Muhammad alaihi salatu salam sein, weil er nicht gemäß dieser Prophezeiung aus dem Hause Israel käme. Die Muslime sagen, nein, es ist das Brüdervolk aus dem Hause Ismail und Muhammad alaihi salatu salam ist aus dem Hause Kedar, der Araber, und damit ist er auch aus dem Hause Ismail. Es gibt da noch speziellere Definitionen, wie er aus dem Hause Ismail in der Abstammung kommt, aber auf jeden Fall, um es zu vereinfachen, aus dem Hause Kedar. Und Kedar ist Kind Ismails und Stammvater der Araber. Nun stellt sich die Frage, wann ist diese Prophezeiung formuliert? Wir wissen es, zur Zeit von Moses, also geht es um die Zeit nach Moses.
Stellen wir noch einmal gegenüber. Aus welchem Volk kommt dieser Prophet? Aus dem Volk der Israelis, der Israeliten, der Israeliten, der Kinder Israels oder aus dem Hause der Ismaeliten? Das ist die Frage, die die Menschheit sich stellt. Also müssen diese Worte Gottes auch die Antwort geben. Und das tun sie. Denn lest bei aller Argumentation der Christen und Juden, was da nun wirklich steht. Es ist eine Prophezeiung und sie muss geschehen. Das heißt, sie muss sich erfüllen. Erfüllt sie sich nicht, sind sie nicht die Wahrheit. Das ist die Definition, die nur einige Verse später kommt, woran man das wahre Wort erkennen kann. Hier steht es. Ob du aber in deinem Herzen sagen würdest, wie kann ich merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn, und es wird nichts daraus, und es kommt nicht. Das ist das Wort, das der Herr nicht geredet hat, darum scheue dich nicht vor ihm. Das heißt, dieser Prophet, diese Prophezeiung, sie muss sich erfüllen, denn sie ist das wahre Wort Gottes, das Moses in den Mund gelegt wurde, und die Worte, die gesprochen sind, müssen sich erfüllen, damit sie wahr sind. Jetzt nehmen wir uns das Volk der Israeliten. Und ich frage euch nur eine Frage, womit die Antwort klar wird, dass dieser Prophet nicht aus dem Hause Israel kommt. Wie viele Propheten kamen nach Moses? Wie viele Propheten erweckte Gott der Allmächtige dem Hause Israel nach Moses? Einen? Ihr werdet sagen, nein. Viele. Bis hin zu dem letzten Propheten aus dem Hause Israel, Jesus. Viele Propheten. Und wenn die Christen sagen, das bedeutet einfach nur ein Prophet wie, dass es ein Prophet ist und deswegen Jesus gemeint ist, nein, nach Moses gab es viele Propheten. So viele Propheten. Wenn es also nur darum geht, einen Propheten wie Moses, warum nicht Jonas? Warum nicht David? Warum nicht Salomo? Warum nicht all die Propheten nach Moses? Warum nicht? Nun komme ich zur Antwort. Einen Propheten. Wenn Gott sagt, dass er aus diesem Volk einen Propheten erweckt und aus dem Hause Israel viele Propheten erweckt hat, erfüllt sich das Wort nicht für das Haus Israel. Aber es erfüllt sich für das Haus Ismael. Denn wie viele Propheten aus dem Hause Ismael hat Gott nach Moses erweckt? Einen einzigen. Das Wort muss sich erfüllen. Und wenn Gott sagt, ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben, der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde, dann bedeutet es, aus diesen Brüdern wird nur ein Prophet erweckt und nicht viele. Das ist eindeutig. Aus dem Hause Israel kamen viele Propheten. So kann Gott nicht sagen, einen Propheten wie Moses, wenn es nur um einen Propheten wie Moses geht, der da erweckt wird, wie die Christen sagen, dann haben wir das Problem, den zu finden bei der Reihe der Propheten, die nach Moses gekommen sind. Das gilt für das Hause Israel. Das heißt, die Worte geben eine klare Definition, eine klare Zuordnung. Sie erfüllen sich nicht im Hause Israel, denn dort sind viele Propheten wie Moses aufgeweckt. Aber nicht aus dem Hause Ismael. Dort gab es nur einen, nach Moses. Der nicht aus sich sprach, sondern nur das sagte, was er hörte. So sagte Jesus, das Reich Gottes wird euch genommen und den Nichtjuden gegeben. Und dieser eine Prophet,
aus dem Brüdervolk der Israeliten wurde erweckt. An diesem einen Wort, einen Propheten, ist die Antwort für die Ewigkeit gegeben. Der Prophet kommt nicht aus dem Hause Israel, sondern aus dem Brüdervolk, aus dem Hause Ismail. Salamu alaikum wa rahmatullah an meine lieben Brüder und Schwestern im Islam und alle anderen, die die Wahrheit suchen, zu begreifen, dass das Wort Gottes sich im Erscheinen des heiligen Propheten Mohammed, alayhi salatu salam, dem Propheten für alle Welten erfüllt hat.